Freunde, wir gucken uns heute Hamed nach der Operation an. Ich weiß, viele von euch wollen wieder normale Reactions sehen, aber wenn es einem Bro von mir nicht gut geht, Freunde, dann ist mir alles egal. Dann will ich wissen, was abgeht. Dann will ich ein paar Worte dazu sagen. Dann will ich ein paar Leute motivieren, ihm gute Besserung zu wünschen. Und das ist mir gerade wichtiger, als auf lustige Videos oder so zu reagieren. Deswegen gucken wir uns das heute nochmal an. Lasst ein Like da, wenn ihr meine Meinung fühlt. Wenn ihr das fühlt, dass ich jetzt für einen Freund da sein will, auch wenn ich jetzt nicht bei ihm bin, aber ihr wisst, was ich meine. Lasst gern kostenlos Abo da. Ich gucke mir das an. Die OP, ja. Ja, die meinten von 9 bis 10, also vielleicht auch schon ein bisschen früher mal gucken. Jetzt geht's los, Diggi. Ich wollte ihn eigentlich heute anrufen, aber ich war bis eben, also es ist jetzt 10:30 bei meiner Familie mit meiner Oma und Opa und wir haben gegessen und so und geredet. Ich habe die auch lange nicht gesehen und deswegen habe ich ihn jetzt heute nicht erreicht, aber er war eh in Operation und wahrscheinlich richtig Knockout. Das werden wir in dem Video jetzt wahrscheinlich sehen. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat, ja? Jetzt werde ich abgeholt. Also, das hätten die gar nicht gemacht. Ich stehe auf. Bro, hier haben die aufgeschnitten, ne, um ihn dann das hier wieder zu richten. Ist das geisteskrank. Und hier konnten die irgendwie da durch das machen oder so. Ich hab's nicht gecheckt, wie er das meinte, dass die hier nicht aufschneiden müssen oder durch den Mund durch oder so, ne? Ich guck mir das jetzt mal an, mal gucken, ob er irgendwelche Infos dazu gibt. Schweizer waren weg direkt. Was? Gar kein Schweizer mehr. Was? Hat dann auch nicht hier schwach wurde. Ich habe von dem. Ich dachte mir so, von dem mal Sinn, weißt du? Der Mann ist komplett neben der Spur. Er wacht aus Vollnarkose auf, wahrscheinlich, und macht direkt einen Stream. Bro, wisst ihr, was ich das letzte Mal, wo ich eine Vollnarkose hatte, danach gelabert habe? Ich habe nur Müll gelabert. Und ich glaube, das passiert jetzt hier bei ihm gerade auch. Witzig. Das ist eigentlich gar nicht witzig, aber das ist auch gleichzeitig wieder witzig, ne? Spannend, alles gedacht von dir. Ich hab direkt an euch gedacht von dir. Oh, zu süß, Digga. Ich glaube, er sagt gerade zu seiner Mutter, ich habe direkt an euch gedacht und so nach der OP. Zu süß. Onkel Amer war da. Er war direkt da. Wir sind immer noch da. Gerade. Beste Männer von denen. Gestern, ich bin die so weh gegangen, ne? Die sind nicht die Schmiede, wer mir geschrieben hat. Von der so liebe Menschen alles, ne? Oh, Hammer, Bro. Wenn du wüsstest, wer dir jetzt gerade ein Gebet geschickt hat, Hamid, weißt du Ja. wer? Ja. Der überhaupt von Dalisch. Boah. Er hat ja richtig na, deinen Namen gesagt. Und hat gesagt, Hamid, heute bist du drin aus Dalisch, Hamid. Ich habe so schöne Nachrichten bekommen, ne? Baba Chawish ist da. Beste Ja, Männer. okay. Das wohl schon, ich schreibe mir so einen Text von dem. Olo. Ich sag, wenn du irgendwas brauchst, dann so schreib mir. Ernst sogar, Hamid. Wenn irgendwas ist, wenn du irgendwas brauchst, du weißt, bei wem du dich immer melden kannst, ne? Egal wie spät, egal wann, egal wo. Das mache ich aber auch für alle meine Freunde. Also wenn ich jemanden in mein Herz geschlossen habe, Freunde, dann ist das bei mir so. Dann kann sich jeder von denen. Also nicht nur, wenn es jetzt Hamid schlecht geht oder so, sondern auch wenn andere Freunde von mir das gerade sehen oder so. Das ist halt so. Wenn es jemandem schlecht geht, dann bin ich für diese Person da, wenn ich den meinen Freund nenne. Jeder. Jeder, beste Männer, Gott, die beste Männer. Ich bin da, alle schreiben mir, Gott, ruf mich an. Abdallah, ruf mich an, alle schreiben mir. Das sind die Besten, ich schwöre. Ich hab das gar nicht verdient, dass so viele. Ich sag dann an der Vollnarkose, man denkt sich so komische Sachen in seinen Kopf. Er sagt aber, ich habe das doch gar nicht verdient, dass die mir alle schreiben und so. Dass so viele mit mir schreiben, dass so viele sagen, Wollo, weißt du? Ja. Ja, ich brauche keine Ruhe. Mir geht's gut. Das ist besser als vorher gewesen. Das ist besser als vorher gewesen. Nein.
kann nicht richtig gucken. Also ich sage. Nein, Mama. Bro, ich bin ehrlich, ich hoffe einfach immer noch, dass derjenige, der dafür verantwortlich ist, da zur Rechenschaft gezogen wird. Also ich sag ehrlich, ich glaube sowieso an Karma. Wenn nicht jetzt, in naher Zukunft, dann wird das irgendwann zurückkommen. Aber vielleicht geht da Hamid auch so rechtlich vor und so, ne? Ich weiß nicht. Je nachdem, mal gucken. Sammy hat mir geschrieben. Sammy meinte, er kommt direkt zu mir. So, jetzt ist er. Super. Jetzt ist er ein bisschen klargekommen. Das ist jetzt nicht mehr direkt nach der Narkose. Jetzt kann er bestimmt ein paar Worte dazu finden und ein paar Worte dazu sagen. Ich habe keine Schmerzen. Hat du mir ein Zahn weggenommen? Ja. Irgendwie fühle ich mich so richtig. Benebelt? Wie würde ich mal machen? Richtig auch gut. Schieb dich auch auf warm. Mach's aber. Was geht ab, Freunde? Ich hab jetzt so, ich hab dann tangiert das mal, Lauch im Holz und ich hab so Gummis in den Zähnen, weil wie ihr seht, mein Kiefer ist so zur Seite und nicht gerade. Und das muss wieder gerade. Deswegen habe ich so Gummis wie bei einer Zahnspange einfach, aber einfach viel mehr. Und jetzt kann ich nicht mehr vernünftig reden. Das ist ein bisschen abfall. Boah, wie sieht der aus, Alter? Der Arme, ja? Guck mal, wie das sein Kiefer ist, so verschoben. Auf Ernst, man sieht das unnormal. Digga. Aber passiert. Die OP ist immerhin gut verlaufen. Das ist das Wichtigste. Danke auch an alle Glückwünsche. Glückwünsche sind Besserungswünsche. Mein Handy ist explodiert. Danke an jeden einzelnen Jungs. Ihr seid die Besten. Kommt noch irgendwer heute? Wieso? Ja. Du hast aber gesagt, Rohat kommt. Rohat hat gesagt, wie er meinte, Rohat kommt. Mal gucken, wo die Star-Guests heute sind. Das ist der Onkel von Hamid. Dieses Teil, was Hamid im Gesicht hat, dient dazu, dass sein Gesicht kühl bleibt. Ach du Scheiße, Junge, was ist das denn? Er sieht aus wie Darth Vader von Star Wars damit einfach. Was? Wenn das noch schwarz wäre, wäre er ja komplett verrückt. Deswegen, besser geht. Hamid, wie fühlst du dich? Guck mal! Warte, ich zeig euch. Guck mal hier. Auf Ernst, das sieht so aus wie diese Maske von Darth Vader einfach. Nur in hell. Das sieht schon cool aus. Hättest du auf der Gamescom tragen können. Der Onkel auch genauso wie ich, Junge. Eigentlich gar nicht witzig. Sagt, dass er es auf Gamescom tragen können. Das sieht gut aus. Ja. Das sieht so super hell. Ja, yeah. Darth Vader. Wie so ein Bösewicht. Oh mein Gott, Junge, wie sieht das aus? Was ist das denn? Ich bin auch noch vorbeigekommen, Jungs. Jungs, kurz Support, Otto. Wann shoppen wir wieder neue Klamotten, bitte? Spätestens diesen oder nächsten Monat, ja? Mmh. Ich muss jetzt das allererste Mal nach der OP aufs Klo. Und die meinten zu mir, ich soll klingeln, damit das wäre überprüft. Und ja, jetzt gehe ich aufs Klo mit einer anderen Person. Ich habe es geschafft, alleine aufs Klo zu gehen. Also den Toilettenpart davon. Danach war mir ein bisschen schwindelig, wollte ein bisschen schlafen. Und ich muss noch so eine Mundspülung machen. Und jetzt habe ich den schlimmsten Kopfschmerz, den ich jemals hatte. Alter, so kann ich niemals einschlafen. Bruder Rohat, komm vorbei, ne? Erstmal, Bruder, siehst du, Bruder, alle siehst, dass du gekommen bist aus Hamburg extra. Ja. Er hat auch so Flüssignahrung mitgenommen oder so und so. Ey, Kato sieht man nicht so krass, ja? Weil er hat All Black an. auf jeden Fall, er setzt sich hin mit diesem Ding. Ja? Yeah. Er sagt, willst du auch was? Ja, so ein Chicken-Stück. Er sagt, willst du auch was? Wie soll er essen? Ich essen. Ja, irgendwie. Nein, Junge, ich kann das doch nicht essen. So ein Stück irgendwie? Ey, aber warte mal. Ja. Du hast voll das gesunde Essen, seit wann ist du so gesund? Ernähr mich jetzt besser. Ernsthaft jetzt? Ja. Aber ohne Spaß, das sieht man auch. Ja? Mhm, an deinem Gesicht. Also nicht nur an den frischen Seiten. Bruder, jedes Mal, wenn ich was esse, muss ich Ada ein Bild schicken von meinem Essen. Wem? Ada. Oha, voll die gute Idee aber auch. Ja. Ja, okay, krass. Willst du jetzt oder willst du nicht?
Ich kann nicht vor. Ja, ich fetz mir das gleich vor Ihnen. Ja, gönn dir. Zu Frau hat gesagt, wenn er sich die Toilette anguckt vor mir, dann fängt er an zu weinen. Und er muss eh aufs Klo. Ich hab die ganze Zeit zugehört. Aber das Ding ist, es kann wirklich sein, weil jetzt kommt's, oder bevor du gehst, ich erzähl dir was. Die Toilette ist nicht nur von uns beiden, sondern vom Raum daneben ist auch noch von den beiden. Wir benutzen das quasi zu viert. Und es kann sein, dass die, weil die müssen ja von beiden Seiten abschließen, unsere Seite abgeschlossen haben und die Toilette jetzt nicht aufgeht. Und das passiert voll oft, weil die Typen schließen die Toilette ab und die machen die nicht wieder auf für uns. Hä, wie unnötig. Ja. Wie los. Tür nicht auf, guck mal. Die schließt ab, aber machen dich wieder auf. Hier ist noch eine Toilette. Direkt um die Ecke. Da war ich dann halt. Du musst so tun, als ob du mir hilfst. Du darfst da nicht auf Toilette gehen. Warum musst du ernst helfen? Ja, Bruder. Außer die Kabel anpassen, hochzukommen. Oh mein Gott, guck mal, wie verkabelt der Typ ist. Sieht aus wie so ein Cyborg, ne? So, Digga, so aus Zukunft. Irgendein Gerät, so als ob das, weiß ich nicht. Nein, aber ich habe Angst, was falsch zu machen. Ah, okay, so kann man diese Maske einfach ausziehen, oder was? Krass. Boah, diese Hemden im Krankenhaus, warum sind die ja nicht immer so offen, dass man seinen ganzen Arsch schon so sehen kann? Ja, und hier oben auf der Station bleiben, ne? Und hier oben laufen. Mhm. War auf jeden Fall sehr, sehr süß von Rohr, dass er nochmal vorbeigekommen ist. Also, ich schätze das wirklich sehr, sehr, sehr. Ist nicht selbstverständlich, dass er extra aus Hamburg hier hinfährt, Leute. Wird jetzt pennen gehen. Morgen kommen, denke ich, auch nochmal ein paar Leute. Rum. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Videos machen soll aus dem Krankenhaus. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Krass, ja. Gute Besserung weiterhin an Hamed, Freunde. Lasst weiterhin für ihn beten, dass es ihm schnell wieder gut geht. Lasst kein kostenloses Abo da. Liked das Video. Ein Like bedeutet ein Mitleid für Hamed. Bis zum nächsten Mal. Ciao.